Hallo, heute geht es um die Industriemeister Basisqualifikationsprüfung NTG vom November 2011 und rechnen möchte ich heute die Aufgabe Nummer 3. Bei der Aufgabe Nummer 3 geht es um ein Fahrzeug, das abgebremst wird und gefragt ist danach, um welche Temperatur sich die Bremsscheiben durch diesen Bremsvorgang erwärmen. Auch hier machen wir uns, bevor wir uns weiter mit dem ganzen Thema befassen, eine Skizze und versuchen zunächst mal die Daten zusammenzutragen, die wir kennen. Also, ein PKW fährt. Dieses Fahrzeug hat eine Geschwindigkeit von V gleich 90 km/h, Kilometer pro Stunde. Das Fahrzeug selbst hat eine Masse von 1400 Kilogramm. So, und dann tritt es auf die Bremse, verringert die Geschwindigkeit. Ja, das muss ja ein bisschen ähnlich aussehen, hat immer noch die gleiche Masse und hat dann eine Geschwindigkeit von V gleich 15 km/h. So ist der Sachverhalt. Mehr wissen wir zunächst nicht. Dann schreiben wir uns mal gegeben und gesucht zusammen. Siehe Skizze ist klar und gesucht ist vor allen Dingen das Delta-Theta-Bremsscheibe. Das ist gefragt. Dazu brauchen wir allerdings noch ein paar kleine Größen. Die Geschwindigkeitskomponenten haben wir. Weiter wird in der Aufgabe angegeben, dass nur 70% der Bremswirkung in die beiden Vorderradbremsen aufgebracht werden. Das heißt also, irgendwo haben wir einen Wirkungsgrad, der 0,7 groß ist. Und zwar 70% auf die Vorderräder. Das heißt, man müsste